Herzlich willkommen, meine Damen und meine Herren, zu Micknaufs Daily. Ja, was ist da momentan an den amerikanischen Börsen los? Der Dow Jones 7 Tage lang in Folge eilt von Rekord zu Rekord und nicht Jahresrekorde, nein, Allzeitrekorde. Da erwartet man ja jetzt fast schon die Marke von 20.000 Punkten. Aber auf der anderen Seite, nach der Wahl von Donald Trump sind vor allen Dingen die Technologiewerte nach unten gefallen. Die Technologiebörse Nasdaq hat ordentlich eingebüßt. Ja, man hat wohl Ängste und Befürchtungen, dass durch die neuen Pläne des neuen Präsidenten vielleicht dann doch die sogenannte Tech-Blase zum Platzen gebracht wird, dass vor allen Dingen die Technologiewerte hier noch mehr unter Druck kommen, vor allen Dingen die, die aus dem bekannten Silicon Valley kommen. Und dazu gehören natürlich letztlich eine Apple, eine Amazon, eine Facebook oder gar eine Alphabet, gleich Google. Ja, muss man sagen, okay, Donald Trump hat sich bis dahin auch nicht immer so positiv gerade zum Silicon Valley geäußert, was er halt eben nicht mag, dass im Ausland natürlich ganz klar produziert wird, auch im Ausland versteuert wird. Und das passt ihm natürlich bei den großen Milliardenkonzernen gar nichts. Aber jetzt muss man mal schauen, wohin die Zukunft des IT-Standortes Silicon Valley führt. Denn wenn wir wirklich mal näher nachdenken, meine Damen und Herren, dann könnte das tatsächlich nur ein kurzfristiger Druck sein. Denn selbst ein amerikanischer Präsident wie Donald Trump, der ja mit dem Wahlspruch Make America Great Again, das heißt Amerika wieder zu seiner alten Größe zurückzuführen, die alte Größe zurückzugeben, der weiß doch de facto auch, dass er das nicht ohne eine starke Technologiebranche machen kann. Das heißt, er braucht doch die Technologieunternehmen Made in the USA, damit er halt eben auch auf dieser Ebene weiterkommt. Okay, wir wissen, dass er eigentlich eher dann doch die klassischen Industriesektoren wie halt eben Kohle und Stahl aktuell bevorzugt, dass er sagt, okay, die brauchen halt eben Hilfen und hat halt eben auch hier schon Hilfen in Aussicht gestellt. Das brauchen natürlich die Technologieunternehmen alle nicht. Eine Apple, Amazon, Facebook, Alphabet, die haben natürlich genügend Gelder in den Kriegskassen liegen, aber die machen sich natürlich schon Sorgen und Nöte, verständlicherweise. Vor allen Dingen geht es halt eben um die künftige Steuer- und Zuwanderungspolitik. Klar, man hat natürlich auch zahlreiche gute Mitarbeiter, gerade in der IT-Branche, Fachleute, die aus dem Ausland kommen. Und wenn da natürlich die Zuwanderung jetzt beschnitten wird, weiß man natürlich nicht, wie man da weiter mit seinem Know-how arbeiten könnte. Und Abschottungsmaßnahmen, ja gut, die hat natürlich auch Donald Trump nochmal in den Mund genommen, aber damit wird er ja Amerika nicht zumachen. Worauf ich hinaus möchte, meine Damen und meine Herren, die Aktien von Apple, Amazon, Facebook, Alphabet oder die sogenannten Fang-Aktien, den Fang-Index, den muss man deswegen gerade nicht aufgeben. Da wird das Geschäft weiterlaufen, auch wenn es jetzt kurzfristig mal halt eben den Technologiesektor ein bisschen nach unten gezogen hat. Werden diese Unternehmen ja nicht morgen Insolvenz anmelden, werden nicht morgen irgendwo anders ihre Zelte aufschlagen müssen. Nein, nein. Ich denke, dass das ein tatsächlich nur kurzer Effekt ist, dass auch ein Präsident Donald Trump an diesen Technologieunternehmen nicht dran vorbeikommt. Naja, und wie hat es Warren Buffett so schön gesagt, das Oracle aus Omaha demnächst, die Börsen werden steigen in 10, 20 und 30 Jahren. Ob der US-Präsident Donald Trump heißt, ob er Hillary Clinton geheißen hätte oder ob er in Zukunft ganz anders heißt. Das heißt, die Börsen werden dementsprechend weiterlaufen und die guten Unternehmen werden weiterhin ihre Gewinne machen und das halt eben ganz klar weltweit, auch wenn da mal kurzfristig ein bisschen Druck drauf kommt. Also von daher machen Sie sich nicht allzu viele Sorgen. Sie sind eh Langfristinvestoren, 3 bis 5 Jahre. Und ich denke, dass sich das in den nächsten Wochen und Monaten, Trump tritt ja erst offiziell ab Januar an, dementsprechend dann auch relativieren wird. Man wird wahrscheinlich aufeinander zukommen. Naja, und ursprünglich wollte ja auch mal Jeff Bezos, der Amazon-Chef, dann Donald Trump ins All schießen. Mittlerweile hören wir da wieder ganz versöhnliche Töne. Und selbst Bezos hat gesagt, er wäre jetzt mittlerweile unvoreingenommen und wünsche Donald Trump einen großen Erfolg im Dienste seines Landes. Und so sehen es wahrscheinlich die meisten Unternehmen.
Und darauf wird Donald Trump, der neue Präsident, sicherlich auch positiv reagieren. In diesem Sinne bleiben Sie mir, der Börse, aber bleiben Sie mir und den Technologiewerten in diesem Sinne auch gewogen. Und kurzfristige Fälle nach unten, kurzfristige Kursabschläge, die werden Sie so oder so, genauso wie ich auch, aushalten müssen. Dankeschön.